Schönen guten Morgen. So, heute bin ich mal allein unterwegs. Es geht nämlich nach Bruchköbel. Gerade noch ein paar Aufkleber drauf gemacht. Habe festgestellt, ich brauche von ein paar Aufkleber noch welche, damit ich sie auf der anderen Seite auch drauf haben kann. Aber muss ich mal gucken. Wir hätten nur vom Duckstyle wahrscheinlich keinen zweiten bekommen. Weil der hat irgendwie nicht sonderlich viel bestellt. Und jetzt ist das bei ihm Mangelware. Auch noch zu machen. So, bin ich mal gespannt, wie lange das er meint, was wir dahin brauchen. Die Handy-Navigationen sind sich da uneinig. Es sind eigentlich bloß, boah, ich weiß nicht mehr, 60, 70 Kilometer oder was? Irgendwie sowas. Und das eine Navi sagt 1,5 Stunden, der andere sagt unter einer Stunde. Und jetzt schauen wir mal, was das TomTom behauptet. Wird uns ja hoffentlich gleich verraten, wenn wir losgefahren sind. Wenn ich dann mal rausfinde, in welche Richtung dass ich losfahren muss. 74 Kilometer, 10.30 Uhr, 11.38 Uhr. Ja, er sagt jetzt eine Stunde 11. So. Dann fahren wir mal los. 74 Kilometer. Ja, ist ja heute eine mega entspannte Runde. Habe heute früh schon fürs Kälbchen neue Schuhe bestellt, neue Reifen. Weil der hintere Schlappen, der ist mit der Tour jetzt mehr als nur grenzwertig. Die Kamera ist ein bisschen schief. Entschuldigung. Jetzt soll es besser sein, hoffe ich. Das ist ein bisschen grenzwertig. Da habe ich mir jetzt heute früh noch schnell neu bestellt. Die sind dann hoffentlich Dienstag oder Mittwoch da. Heute ist Samstag. Wenn sie Montag losgeschickt werden würden, könnten sie am Dienstag da sein. Mal den Chris bespaßen, weil Reifenwechsel möchte ich nicht von Hand machen. Da wäre es schon toll, wenn der Christoph das wieder macht. Der kann das so gut. So, ich halte jetzt Mund. Und mach mich auf in Richtung Bruchköbel. Können wir doch. Stufen. Hast mir wieder eine Abmahnung erspart, oder? Meine Musik ausgemacht. Das ist jetzt unser Boden für den Käsekuchen. Mit echter Butter natürlich. Wir nehmen keine Margarine, nein, nein. Da wird jetzt hier erstmal reingemacht. Man will ja, dass das T-Shirt gefüllt bleibt. Ja, schmeckt auch sonst nicht. Ich meine, wenn man schon mal einen Käsekuchen macht, dann darf man den nicht mit irgendwelcher plörrigen Margarine machen. Nein, da kommt nur bester harzer Käse. Es ist ja auch ein Käsekuchen. Gefüllt mit Krajazza, harzer. Eine leckere Käsemischung. Das ist so cool, ihr bekommt das ja nicht mit, aber hier gibt es voll die Regieanweisungen. Im Hintergrund. Angie möchte gemütlich kochen oder backen. Und Sahne und alles schon fertig oder was hast du gemacht? Eischon. Eischnee. Ja, Eischnee. Aber dann kommt halt Till nochmal extra und so, hey, mach nochmal an. Und das dann, ja, mach aus, reicht schon, das war schon, wer braucht. Ja, wenn man mal schnell was machen will, ne? Fehlt noch so eine Klappe von Frankie. Die also steht so, da oben. Klappt die, ah. Kuchen backen, die erste, klick.
Ich war der Erste, der das Ding gewonnen hat. 100 Abos, der Special. Aber du hast die Szene nicht draufgeschrieben. Nee, weil ich keine Kreide besitze. So cool. Timeline. Ein Schisser, ha? Der macht gar nichts. Der macht nichts, der will nur spielen. Du willst nicht? Miezekatze. Lecker. Zwölf oder was? Ja, fast so viel Fell. Ja, kommt das. Ich habe den Eischnitt runtergehoben und jetzt kommt er da drauf. Gestern ist er wieder losgefahren. Schöne Grüße. Ist das Absicht oder was? Du kommst hier nicht rein. Exklusive Aufnahme im Alltagsvlog. Ja, ein bisschen sauber sein, wenn man es aufnimmt. Ne? So. So, wie rum soll ich es schütten, dass es genehm ist für die Herren? Von unten, von oben nach unten. Ja, das ist klar. Ich meine nur, ich werde es einfach so. Ja. Ja? Gut. Songify. Da fehlt jetzt euch ein bisschen der Kontext dazu, aber geil. Ein Stück habe ich gegessen. Lecker. Also, wir haben dich ja extra als Testesser hier hergeholt. Der kann ja lasziv gucken, was er will. Ohne Brille sieht er noch schlechter aus. Das ist der Wahnsinn. I love you and I want to hold your hand. Er ist so schon nicht sexy, der Junge, aber... Ich frag mal sie. Das ist unfair, sie ist beeinflusst. Ich sag jetzt mal gar nichts. Danke, Schatz. Yes. Troll, Troll. Ich möchte nicht damit reingezogen werden in euren Beef, den ihr da immer austragt, bitte, ja? Wir haben doch kein Beef. Eure... Nicht miteinander, weil mit dem habe ich gar nichts, dass das klar ist. Mit dem nix. Komm her. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Danke für den Kuchen, war sehr, sehr lecker. Ciao, ich wünsche dir was. Tschüss. Das zur Schmuckertrauerei. Zur Schmuckertrauerei. Ich habe doch Tschüss gesagt. So, wir müssen jetzt noch eine Runde knuddeln. Wir sehen uns am Moped. So. Durch Hanau schon fast wieder durch, hoffe ich. Und wieder auf dem Weg in Richtung Bundesstraße. Das ist wirklich ein Katzensprung gewesen. Also tippitoppi. Da war dann wenigstens auch schön Zeit zum Kaffee trinken und lecker, lecker Kuchen. Ach, ich sehe die beiden einfach immer so gern, aber von uns zu Hause mal eben hinfahren, dafür ist es halt definitiv zu weit. Das ist nichts, wo ihr mal eben schnell vorbeigucken könnt. Schade, schade, schade. Ja, dafür habe ich halt einen Ausritt von motovlog.de verpasst, was auf der anderen Seite natürlich auch schade ist, aber von Donnerstag bis Sonntag habe ich mir gedacht, muss es drin sein, dass wenn ich schon so da bei Till bin, dass ich halt dann eine Sache flöten lassen gehe und dafür den lieben Till-Besuch und natürlich auch die Andi. Andi. Und natürlich auch die Andi.
So, ich konzentriere mich ein bisschen auf die Fahrt und genieße eben diese. Und dann melde ich mich im Hotel mal noch. Kann ich euch zeigen, wie mein verwüstetes Hotelzimmer aussieht. Also nach 3 Tagen Klamottenwechsel sieht das dann immer echt höllisch aus.